Hey meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Bau-Challenge. Und zwar spielen wir heute Gartic Phone. Falls ihr das schon mal gehört habt, ich erkläre euch gleich die Regeln. Das wird sehr, sehr lustig. Mit dabei sind Elena. Moini. Logo. Ich bin Gambo. Und Gambo. Moinski. So, wir haben hier vier Räume. Ich erkläre euch die Regeln. Zuerst mal bekommt jeder ein Thema. Ich nehme mal mein Thema. Das darf man aber nicht verraten, Leute. Ach du Scheiße. Ich habe... Also ihr müsst das für euch behalten. Ne? Ganz, ganz wichtige Nummer hier an der Stelle. Oh, nee. So, ich hab ein wildes Thema. Nein, ich hab das Thema, hab kurz Call. Ich hab so jeder geht Thema. Jetzt in seine Farbe und baut dieses Thema. Wenn Wie wir das Zeit geschafft haben, 5 Minuten. Oder 10, sagen wir mal 10, weil 5 wird ein bisschen knacksch. Wir haben 10 Minuten Zeit, dann baut jeder sein Thema. Haben wir das geschafft, gehen wir alle eins nach rechts. Das heißt, ich gehe dann zu Elina, Elina zu Logo, Logo zu Gambo, Gambo zu mir. Dort müssen die Personen erraten, was die jeweilige Person gebaut hat. Das tragen sie dann eine Stufe weiter in dieses Buch ein. Dann tauschen wir alle nochmal. Das heißt, ich würde dann am Ende quasi bei Logo landen, schaue dann in das Buch, was Elina erkannt hat bei Logo und baue dann das, was Elina geschrieben hat. Das heißt, es könnte passieren, dass ich etwas ganz anderes baue als Logo und dann gucken wir uns an, was am Ende rausgekommen ist. Das heißt, ihr seht quasi in der ersten Stufe das Original und es wird erwartungsgemäß von Stufe zu Stufe wilder. So wie im Stille Post ein bisschen quasi. So. Ich glaube, alle haben es verstanden, Leute. Let's go. Also ich muss ehrlich sagen, ihr könnt nicht erraten, was ich baue. Also, ist, also wenn sag ihr... Mal, was ist? Also sag Gambo mal, muss mal es ja raten. Warum nein, ich? Nein. Wenn, also wenn, na, weil du meinst, erraten musste. Also wenn Gambo das hier errät, dann ist das dann ein Majestro. Dann rast dich komplett aus. Das Problem ist ja auch, dass... nur Elina hier bauen kann, so wirklich. So, dann zück und mir jetzt Logo, mal die du musst, Holzachs, also oder? Ich sag das jetzt extra, Logo. Du musst schon versuchen, das auch zu bauen. Du darfst jetzt hier nicht einfach ein Tutorial-Haus bauen ich oder so. Ich gebe mir über Mühe. Ich weiß, dass Tutorial-Haus keine Kategorie ist. Was wird denn jetzt hier schon wieder getrashtalkt? Ich baue hier die ganze Zeit ohne World Edit, ey. Das ist ja auch quatschig eigentlich. Okay, meins ist eher ein bisschen mickrig und. Ich bin so gespannt, Alter, weil ich das. Oh Gott. So. Ich baue doch das Gambo Gaming aus. Ich kann nicht mehr. Es reicht. Ich habe es versucht. Ich habe es wirklich versucht. So. So. Okay, jetzt brauchen wir Glas. Nehmen wir das hier. Wo ist denn das? Da. Boom. So ein World Edit Genie. Vielleicht kann man das ja irgendwie. Ja, der hat so mit World Editsen geflext, ey. Ich hab schon ein bisschen was drauf jetzt inzwischen. Wo hast du das denn gelernt? Hab ich im YouTube-Tutorial. Boah, das sieht richtig kacke aus, Alter. Also das, was ich hier mache, ist auch gerade. Wir fangen doch erst an. Wieso seid ihr alle jetzt schon am Durchdrehen? Takis, also ich Takis. Bin hier anders am Kochen. Oh mein Gott, ich hab grad eine Taki-Dose gebaut. Dose? Es gibt Dose. Boah, wenn es das in Dosen gäbe, wäre dieses 1 Million Tiki-Toki. Oh ja, ich mach das. Ich hoffe, die bringen das als Dose raus. Boah, das ist das beste Video meiner Karriere. Ich hab die so zerstört, wie diese Aussage wirklich. Das ist ja wild, ist das. Ja, ich hab hier tatsächlich, so geht's. Aha, also kann man eures erraten? Weil ich sag auf jeden Fall, dass Gambo meins unabhängig von meinen Bauskills nie im Leben erraten wird. Also ich, man kann es schon erraten, aber dann muss er wirklich ein Magier sein. Das kann man super easy Wenn du das errätst, das wäre so krass. Ich sag, wenn du das errätst, es ist schon möglich. Es ist nicht unmöglich. Ich sag, dann kriegst du von mir einen Tesla. Echt jetzt? Den gibt's eh nie. Also keinen echten, aber. Benjamin, warum? Ja, ich musste auch gucken, wo ich bleibe. Ich krieg eine Hundehütte. Ja, okay. Deal. Gambo, ich weiß ja nicht, auf was du dich da einlässt. Ich weiß es doch auch nicht. Ich muss doch auch gucken, wo ich hier bleibe. So, zack. Gambo, willst du bei mir nicht als privater Chefkoch anfangen? Privater Chefkoch? Ja. Und dann gucken wir immer zusammen. Oh, ich bin unschlüssig, Mann. Ich bin so gut dabei gerade. Holy moly. Ich bin auch eigentlich ganz gut dabei, aber irgendwie... Na, eigentlich muss ich das eher machen, oder? Ja. Dann würde ich sagen, haben wir hier... What? Bis hier haben wir dann die Stufen. Ich muss auch sagen, ich habe es ein bisschen einfach gemacht, aber...
Man muss auch schlau. Ja, also man muss auch schlau denken. Ja, man muss aber auch schon schön bauen, Ramon. Ja, das ist anders schön hier. Das ist eine Augenweide. Bei mir ist das ein bisschen schwer. Also ich habe echt schwer. Glaub mir mal, wenn du... Ich denke, du musst das gleich sogar erraten. Ich denke, du wirst raffen. Als Gambo das gerade gesagt hat, Gänsehaut. So, ich bin fertig. Hä? Gambo, du hast 10 Minuten. Wie lange haben wir noch? Digga, noch 5 oder so. Fertig. Echt? Okay, dann kann ich hier, warte, dann kann ich doch das machen, was ich am Anfang geskippt habe. Warte. Jetzt müssen wir, das ist halt ein guter Hin. Ich muss ein paar Hinweise machen. Ich habe einen Baba-Hinweis. Naja, im Sinne von, naja, nicht Hinweise. Alter, Hinweise, sind wir bei die 3 Fragezeichen, oder? Boah, ich liebe die 3 Fragezeichen. Nenn die neueste Folge. Ja, keine Ahnung. Dann magst du die 3 Fragezeichen nicht. Ich hab dich enttarnt, Mann. Lina, wir haben doch gar keinen Taki-Silencer. Warum bist du so wild heute unterwegs? Ja, ich bin halt wild wegen der Likes und der Abos. Boah, Leute, 20.000 Likes sehe ich da. Da gelandet, holy moly. Das Likes. Und dann brauche ich aber noch ein 4, damit das hier auch passt. Dann machen wir einfach diesen hier. So. Die Reihenfolge muss stimmen. Das ist das, 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 das. Ja, das ist ein Baba-Tipp, Alter. So, jetzt könnten wir noch Folgendes machen. Problem ist, das wird jetzt ein bisschen... Ja, das wird ein bisschen dauern, leider. Kann ich es jetzt immer noch nicht erraten? Oder ist es jetzt schon wahrscheinlicher? Ja, das ist schon mal gut. Man kann es erraten. Safe. Also Tesla ist drin. Ach so, stimmt. Nee, das nehme ich zurück. Ich höre dann Ambus. Ambus? Ambus habe ich auch gearbeitet. Amben. Ich bin eigentlich mit meinem schon sehr zufrieden. Also ich kann hier noch so ein bisschen... Mann. Also es wird immer wilder, was ich hier mache. Also okay, dann nehmen wir das. Das haut zwar jetzt nicht 100% hin, aber da... Hörst du das, was ich hier mache, Gambo? Nee. Okay, besser ist auch. Also ich höre deine Tastatur komplett. Aber was du da in-game veranstaltest, höre ich nicht. Warte mal, hier kann noch eine Schleife dran. So, du kommst mal. Also langsam besser. Mehr Detail in kleinem Raum kann ich nicht mehr verbauen. Na, das ist perfekt, das ist perfekt. So. Oh, er schnurrt. Dann kann ich ja voran sein, schlimm. So, meine, die laufen ja alle rum. Naja, ist nicht schlimm, die kann ich. Das, wenn ich da hingehe, sehe ich, was Gambo gebaut hat. So. So. Jetzt haben wir das und das und das und das. Boah, meins ist so detailreich. Oh mein Gott. Dann haben wir das hier. Ja, die Zeit ist auch gleich rum für die erste Runde. Warte mal, habe ich gerade ein Schaf gehört? Nee, Katzen. Nee, ich denke, links und Logo arbeitet. Ach, nee, da ist wirklich eine Katze. Kann ich die umbringen? Nein, dann siehst du doch, was ich gebaut habe. Die steht bei mir auf dem Feld. Ach so, ja, dann schon. So. Weil die stört gerade ein bisschen. Hey, seit wann droppen die denn? Hä, warte mal. Seit wann droppen die Strings? Wartet mal, wir müssen das noch irgendwie andeuten. Versteht ihr? Ich hab eine Idee. Hier, oh, so. Also das, was ich hier gebaut habe, ist geisteskrank. Okay, ich denke, ich habe so gut hinbekommen, dass du es doch erraten kannst, Gambo Safe. Ich nehme das mit den Tesla. Tesla zurück. Kriegst einen Matchbox-Tesla, wenn du es hinbekommst. Matchbox. Ihr seid alle viel zu entspannt, als ob ihr das so easy gebaut habt. Alle. Ja, also ich bin mein Thema war sehr zufrieden. Mein Thema war sehr dankbar. Es geht halt darum, ob das erratbar ist. Das werden wir dann sehen. Okay, bin fertig. Fertig. Dann tauschen wir jetzt alle eins nach rechts. Das kann ja nicht sein. Ja, okay, mal. Ja, okay, warum kann man da rein? Meins ist einfach. Aber ich, was für einfach? Hä? Warte, jetzt wird's doch kompliziert. Okay, na gut, ich verstehe. Ja, okay. Wo ist denn hier das Buch? Elina hat gekocht. Du musst jetzt eins weiter nach vorne. Aber pass auf, dass du dich nicht spoilerst. So, da schreibe ich jetzt rein, was ich meine gesehen zu haben. So. Das schreibe ich, tue ich da jetzt rein, das Buch. Das wird jetzt Gambo gleich lesen. Jetzt gehen wir alle eins nach rechts. Außer Gambo, der geht ganz nach links. Aha. Was ist einfach. Was ist das für ein... das stimmt nie im Leben, Alter. Never, Elina hat das Logo gebaut. Aber okay. Oh. Ich gebe. Ja, vielleicht, ja, kann ja sein, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist ein ziemlicher random Guess. Okay, let's go. Warum werden meine Bauskills hier so getrashtalkt? Hä? Was ist das denn für ein Kackthema?
Okay. Naja, dann baue ich das jetzt hier so. Soll ich denn das bauen, Alter? Wieso und so? Ich bin hier, anders am Kochen, Alter. Das habt ihr noch nicht gesehen. So. Okay. Warte, was hat Nina nochmal geschrieben? Das macht ja. Warte mal, ich habe eine Idee. Let me cook. Wir geben dem das hier. Das war auch eine interessante Interpretation. Aber das ist schon cool. Bam, bam, ich bin bam. Kacke. Ich denke, ist jetzt ist schon. Also, ich glaube, die Vermutung, dass jetzt schon nichts mehr stimmt. Das glaube ich nicht. Wie ist da deine Schlussfolgerung? Ganz ich weiß nicht, ist einfach so eine Vermutung. So, ha, Big, Alter, kennt ihr das? Natürlich erkennt ihr es, weil es so grandios gebaut ist. So. Man muss so selbst von sich überzeugt sein. Ich verstehe das alles nicht mehr. So, okay, jetzt muss der hier, der muss jetzt das hier. Warte, wartet, Leute, da kenne ich Experten-Moves nämlich. So. Das muss höher. Boah, das habe ich richtig gut hinbekommen. So. Oh, hä? Nee, warte mal, da haut irgendwas nicht hin. Mann, ich krieg das nicht zentral hin, Alter. Das ist voll schwer. Ah, Mist, das muss ich, glaube ich, nochmal machen. Muss mich, glaube ich, hier genau, mittig. Und jetzt ein bisschen hoch. Noch höher. So, jetzt müsste es da mittig sein, oder? Es geht ja gar nicht anders. Es ist nicht mittig, hä? Ich versteh's gar nicht. Aber egal, wir können's. Ah, nee, es haut, glaube ich, nicht hin, weil es zu klein ist. Na, wartet. Wenn wir das hier machen. Ja, jetzt haut's hin. Perfekt. So, der kriegt das hier. Jetzt kriegt der hier. Naja, es haut. Ey, das gibt aber einen richtigen Vibe, ne? Also, ihr seht das ja gerade nicht. Oh mein Gott, das ist anders. Warum ich bin so dumm? Weil das haut schon, das haut schon hin. Ja, das ist big. Das ist richtig geil. Das ist so gut geworden. Oh mein Gott. Starke Sache. So. Okay, jetzt hier lang. Also, ich bin eigentlich, muss ich sagen, mehr oder weniger fertig. Was? Nee, warte, ich muss hier noch... Nee, mach mal halblang hier. Jetzt haben wir alle Stress. Okay, dann können wir ja noch verfeinern. Aber er ist halt schon so grandios. Ja, wie wirklich ist es? So. Dann nehmen wir das hier. Zack, zack, zack. Ja. Oh, das müssen wir noch ein bisschen breiter. Kriegen wir das hin, dass das hier... Ich glaube nicht, oder? Nee, dann ist das so. Oh, da müsste man jetzt World Edit-Experte sein. Ja, frag ruhig. Okay, wie kann ich eine geschlossene Trapdoor platzieren? Frag lieber nicht. Ja, dann lieber ruf bitte, Rückzug. Ruf bitte während dem Bürozeiten. Okay. Vielleicht noch so das hier irgendwie. Das hier noch weg. Boom! Let's go. Ja, wisst ihr so. Ich darf ja nicht so viel sagen, ich darf ja nichts verraten. So, ich bin ready. Also ich muss sagen, ich bin auch fertig. Alle eins nach rechts, meine Freunde. Auf nach rechts. Was soll das denn sein? Ja, okay. Na gut, ist ja tatsächlich relativ easy. Wow. Ich weiß genau, was das ist. Ich weiß auch, was das hier ist. So. Das ist der hier. So, zack. Also Leute, ich muss zugestehen, das mit dem System, wer hier wo ist, das haut alles nicht so wirklich hin. Aber wir überarbeiten das System nochmal. Wir bauen weiter. Okay. Ich werde jetzt mal wirklich kreativ. Ich weiß schon genau, was ich mache. Ich auch. Ich weiß auch, was ich mache. Ich weiß. Ich habe eine Prime-Idee. Also du hast keinen Hinweis, ich habe nicht so Prime. Eine Prime-Bottle? Oh Gott. Ich verwandle mich in eine Taki. So, hier jetzt, zack. Pop. Boah, was eine Maschine einfach. Ah, ich bin hier aber ganz schön gekappt. Warte mal, das muss alles. Mucki unterstützt mich hier gerade beim Bauen. Falvi auch. Nee, Falvi unterstützt nur mich. Falvi. Das sieht scheiße aus. Falvi hat ADHS, das hab ich gesagt. So. Ja, wenigstens ist meine Katze aktiv. Ey, meine sitzt jetzt gerade neben mir. Jetzt feuert's aber hier aus allen Rohren. Schallert von links nach rechts. Das hier und dann das hier. Bob. Jetzt machen wir das und das. Oh, schon wieder das gleiche Thema Takis. Irgendwie jede Runde das Jeder von uns baut Takis, Alter. Was ist denn hier los? Ja, das muss eins breiter sein, fällt mir hier gerade auf. So, und jetzt können wir diesen machen. Das muss alles eins weiter zur Seite. Jetzt können wir das löschen und hier jetzt das machen. Perfekt. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Doch, oder? Ja, aber das ist jetzt halt doof, ne?
Deckt sich ein bisschen mit den Augen, aber passt schon. Augen? War das ein Tipp? Oh, das war aber eindeutig ein Tipp. Das war ein Tipp. Alter. Ja, das sieht man doch, dass das Augen sind. Augen. Ich komm nicht mehr klar, wirklich. Jetzt weiß ich Bescheid. Ist jetzt, als ob ich eingeweiht bin. Das Thema ist Takis Blue Heat. Da wachsen dir auch Augen, das ist der. So. Ja, heute, vom Prinzip her heute. Bin ich jetzt fertig, aber ich werde es noch mit einer besonderen Sache verschönern. Und zwar... Hä? Alter, ich dachte, Gambo beobachtet mich. Ich habe gerade voll die Halluzination gehabt oder so. Zu viel, zu viel Taki Blueid. Ach Mist, meins ist nicht so gut geworden. Ah, wie kriegen wir das hin, Alter? Das ist jetzt tatsächlich, das kriege ich ja nie im Leben hin. Ein Thema ist so blöd. Yes. Meins sieht super aus. Ah, wie können wir denn das jetzt bauen, Alter? Ich habe mir so überlegt, irgendwie das hier, wisst ihr? Ja, ihr kennt das eh niemals. Also, soll ich das denn bauen, dass ihr das erkennt? Ja, bist du dumm. Hä? Hm? Was willst du, Elina? Und dann irgendwie das hier. Ein bisschen davon? Na. Meins ist nicht so gut geworden. Ich bin mit meinem sehr zufrieden. Ich habe noch nie Logo was anderes sagen können, wirklich. Der könnte die größte Scheiße bauen. Er wird trotzdem, ich bin sehr zufrieden. Mein Thema ist so dumm. Also man darf nicht googeln, oder? Ah ja, nö, das mein Thema. Ja, so Primus der Erinnerung weiß er, aber ich glaube, das sieht so aus. Okay, und dann... Der hat gerade sein Handy in der Hand. Hab ich überhaupt nicht, hä? Ja, ich weiß das doch. Ich seh's doch in der Facecam. Ich hab dein R in der Hand. Dich. Also das könnte man 1:1 ausdrucken. Leipzig, Ausstellung Bildende Künste, bam, fertig. Ja, also was? Ich muss mal kurz checken, ob ich mich verlesen habe. Nee, das passt. Das habe ich tatsächlich auch gemacht. So. Das wäre ziemlich peinlich gewesen, weil ich gerade sehr stolz auf mein Bauwerk bin, muss ich ehrlich sagen. Weil so schön habe ich lange nicht mehr gebaut. Ja, okay, das wird jetzt ein bisschen kritisch. Gucken wir uns dann am Ende noch alles an? Ja, natürlich. Ja, deswegen machen wir das doch alles. Damit wir sehen, muss ich wenn ja wir extra die 4 Klicks noch haben, jeder muss sich das Video morgen angucken. Morgen gibt es dann so eine In-Depth-Review einfach. Ja, ja, von so da, einem, sehen wir von doch so alles. Richtig kranken Bilder. Ja, so das hätte man hier und da ein bisschen besser texturieren können. Hier ein bisschen Blockabwechslung. So, irgendwie. Nein, oh, viel besser, den zweiten Part, den gibt's bei Elina im Short. Leute, heute bewerte ich die Bausachen, die wir gestern bei Ben im Video rausgehauen haben. Ja, das passt schon. Ich bin fertig. Okay, gehen wir jetzt wieder alle eins zur Seite, weil das ist ja ein bisschen tricky jetzt hier alles. Zum Abschluss geht jeder zu seiner eigenen Farbe für die letzte Runde. Okay. Also ich weiß ja, was ich hier am Anfang gebaut habe und ich weiß wirklich beim besten Willen nicht, wie das dabei rumgekommen ist. Ist es bei wem hier nah dran? Oh ja, Gott, schon. Also das ist... Ja. Weil ich bin komplett verwirrt. Wir schreiben ja jetzt auf, was wir sehen, aber wir wissen ja, was das... Ja, wir schreiben ja auf, was man sieht. Ja, ja, man muss das schreiben, was man sieht. So, zack. Muss ich geradeaus? Geradeaus ja. Jetzt, ja. Oh, ich habe das Wort falsch geschrieben. Nichts Neues. Null. Nichts Neues. Alle nach links. Warte, ich hab doch noch gar nicht fertig geraten. Nach links. Jetzt. Ja, okay, dann alle warten. Aber ich kann ja hier schon mal gucken. Ich kann auch hier. Ah, okay, na gut. Du meinst es einfach. Ich kann ja schon mal anfangen. Elina baut eher am besten. So. Zack. Achso, das hat er. Zack. So. Nein, das kann ich nicht bauen. Was zum Teufel hast du da reingeschrieben? Roman. Nein. Ist das, was ich gebaut habe. Okay, dann mache ich das aber nur, dann, also da muss ich mir da, also... Also. Das ist ja krank, das ist ja wirklich geisteskrank. Das ist ja unmöglich. Ja, warte mal, das ist aber die falsche Frage. Dann mache ich daraus ein, das steht jetzt schon fest, dann wird das ein abstraktes Werk, dann ist das so. Das wird wild. Es wird wild. Ich muss sagen, meins ist einfach. Das wird toll, ich glaube an dich. Du schaffst das. So. Oh nein. Ich kann mir das gar nicht so vorstellen, alles in meinem Geist. Welche Farbe hast du gerade, Ben? Jetzt gerade in der Hand? Nee, in welcher Box du bist. Ach so, blau. Deine. Ja, das Thema ist jetzt, ich würde sagen, so. Und dann machen wir hier so. Ja, bisschen
auf Guck schauen, ey. Was passiert da? Was passiert da bei Rot gerade? Wird rüber geschaut? Ah, nein, nicht gucken. Nee, nicht ich schaue. Das, was ich baue, habe ich geschaut, meine ich. Ich habe mich betrogen. Ja, okay. So, ist aber auch ein bisschen, bisschen am Schnute ziehen auch so. Warte mal, das sieht irgendwie doof aus. So, es muss ein bisschen schief und krumm auch alles sein. Okay. Aber wie? Da fehlt aber was. Da fehlt das gewisse, das stimmt so, das ist schon gut gebaut, aber da fehlt das gewisse etwas. Ich habe die Idee. Ist jetzt ein Insider, den werdet ihr jetzt nicht so verstehen. Ich erkläre ihn kurz. Mute. Und zwar, Gambo hat immer den Spruch, wir kommen zum Call. Und das sagt er komplett random auch. Wir chillen so 23.30 Uhr am Mittwoch. Also ist jetzt nicht heute, aber ich sage bloß als Beispiel. Chillen wir einfach so alle zusammen. Und er sagt dann einfach, wir kommen zum Call. So richtig, so als ob er so um Mitternacht die Business Talks immer hat und so. Und darüber machen wir uns halt jetzt seit einer Woche ungefähr übelst lustig. Und wir sagen ungefähr 50 Mal am Tag, bin kurz ein Call. Elina geht auf Toilette, die sagt, bin kurz ein Call und so. Das ist halt dieses Meme. Und deswegen mache ich jetzt Logo, weil Logo Trash-Talk das am meisten. Also es ist natürlich noch Spaß, weil es nicht auf Ernst ist, klar. Deswegen sage ich jetzt quasi, Logo ist kurz ein Call. Geil, deswegen hat er hier ein Telefon an der Hand, damit ihr das versteht. Fertig, bin auch fertig. Mit dem, was ich gebaut habe. Ich habe was richtig Cooles geedit. Ich bin auch fertig. Nee, jetzt stopp. Dann sind ja jetzt alle fertig. Halt, fertig. Stopp. Mir fehlen hier noch die Details, ja? Dann gehen wir jetzt alle mal in den Creative. Ich sage, wir beginnen bei grün, ganz links, und gehen mal alles durch, was gebaut wurde. Aber vorne, oder? Oder ja, nee, ganz vorne. Wir beginnen bei vorne natürlich. Was wurde gebaut? Elina hat... Achso, hier steht ja nichts. Gambos Kopf vermutlich, ne? Ich kann meins hier reinmachen. Gambo war mein Thema. Okay, yeah. Gambo. Alles klar. Dann... Bestes Thema. wurde daraus Gambo mit langer Nase. Das nächste habe ich gebaut. Ich habe ein bisschen was geedit. Was wurde daraus gemacht? Ach, das genau, das ist mein Gambo mit langer Nase. Und was wurde da, was hat Elina, war das, glaube ich? Alter, was ist das? Gambos Nase ist so schwer geworden, dass er dafür einen Ständer braucht und frisst dabei Duckies und dann ein Torped. Digga, das ist nicht ein Ständer, das ist Gambos Hand, wie er sich einen Tacky im Mund schiebt. Was habt ihr mit mir gemacht? Gambo wurde komplett zerstört, Alter. Ich rieche Takis Fluid. Wo kommt das Toupet her? Ich hab doch noch Haare. Ich hab doch Gambo gute Haare gemacht. Wo kam das her? Das sah so unpassend aus. Okay, das ist krank. Oh mein Gott, ist das krank. Okay, nächstes. Was war das für ein Thema-Logo? Das war, hier ist der Zettel. Elina beim Eishockey! Alter, ist das aber kreativ gebaut. Ich denke, ich hatte das nächste, ja. Und da kann ich auch sagen, was das war. Das war nämlich Eisroboter. Das war Eis. Aber guck mal, die Schnittschuhe habe ich übernommen. Eisroboter, okay. Warum hält der zwei Mittelfinger? Ja, einfach just for fun. Daraus wurde kleiner Geist, der sauer auf dem Eis läuft. Hä? Achso, das ist das, was hier gebaut wurde. Okay, ich war kurz verwirrt. Ich dachte, es macht ja gar keinen Sinn. Hä, nein, das sollte ich bauen. Ach, das hat die Person hier bei mir erkannt. Wer war das? Das hab ich geschrieben. Was für Geist! Das ist, aber das ist sie doch weiß und so und Mittelfinger. Okay, aber Elina hat das natürlich krank gut gebaut. Das ist halt völlig falsch vom Anfangsthema, aber von dem, was sie aufgeschrieben bekommen hat, ist das krank gut gebaut. So, okay, und was wurde daraus gemacht? Ah ja, okay, das sieht gut aus, Da wurde erkannt, Geist auf Eisfläche, und das wurde auch gut gebaut. Boah, da wurden wieder die Schlittschuhe reingemacht. Ja, ja. Aber also Logo hat es schon eigentlich gut gebaut, aber ja, ist halt arschschweres Thema, Alter. Aber Eishockey, die Netz auch erkennen müssen. Ja, sieht man auch den Puck und man sieht Elina. Guck mal, man sieht den Skin und das tolle Haar und die schönen Ohren. Das stimmt, ehrlich. Okay, nächstes, Gambo.
Okay, ich das hab ist. Das Papierding nicht mehr, aber da stand Logo drauf. Warum hat Logo Kacke, boah? Oh, es ist wirklich. Ohrenschmalz. Was war das Thema? War das Logo, Thema Logo, Logo oder Logo mit Ohrenschmalz? Nee, einfach nur okay, Logo. Daraus wird Logo, okay. Was ist das hier? Warum ist hier so ein Teil? Ein Mikrofon? Ah, Mike. Ich mach grad Anmoderation. Logo hat nicht. Ja. Warum hat Logo hier so ein weißes Haar? Nee, das ist, weil das so glänzt. Aua! Okay, daraus wurde... Hier gibt's kein Buch, perfekt. Aber ich vermute mal Logo. Und ich habe das letzte jetzt gebaut, das weiß ich. Ich habe ein bisschen reingepeppt, guck mal. Oh, wer ist er? What the heck? Nein, komm, was sind das für Haare? Und warum wird aber, die gecallt? Ja, Logo ist im Call ganz kurz nämlich. Das war der Insider, den ich erklären musste. Hä, ist doch nicht, ist doch gut, also ist doch nicht schlecht gemacht. Ist das Rote hier das Blut von seinem Döner? Nein, Habt ihr nie gegessen, das sind Nein, das ist einfach, das ist einfach sein Mund. Okay, jetzt kommt meins. Ich bin gespannt, was Gambo da erraten hat, weil all das, also ist eigentlich fast nicht möglich. Also nee, ich hab gebaut, ich habe den Zettel leider auch nicht mehr, aber ich habe gebaut, seid ihr da? Ja, Bens Penthouse. Was? Deswegen habe ich hier auch Wolken gebaut, weil ich so knapp unter den Wolken bin und hier, und hier habe ich Varo, Titan, Walls, Kanzler. Ach, das habe ich gar nicht gelesen. Oh. Ja, seht ihr, ich habe gesagt, man braucht länger Zeit. Aber hier sind ja auch zwei Katzen. Und Mamugi und Jamelo, also nicht Real Jamelo, aber ich habe keine schwarze Katze bekommen irgendwie. Okay, was hat Gambo da erkannt? Ich will es wissen. Gott, das ist wirklich... Katzenhotel? Ja, da waren zwei Katzen. Aber was ich daraus gebaut habe, ist doch hübsch, oder? Hey, du hast einfach Hotel hier geschrieben, das ist eigentlich illegal, aber okay, egal. Wie soll ich denn sonst das Hotel machen? Ja, man darf da nicht hinschreiben. Was ist das für eine Katze? Sieht aus wie Pikachu. Das ist eine hübsche Katze. Ich lache mich schlapp, wenn jetzt Pikachu da erkannt wurde. Ach nee, das ist okay. Erkannt wurde Giraffe, Alter. Giraffe ist ein wilder Call, aber auch. Ey, die hat doch nicht mal einen Hals. Okay, das hat auf jeden Fall Lina gebaut, oder? Nein, das war ich nicht. Achso, sieht doch übel hässlich aus eigentlich. Okay, aber ist eine Giraffe, erkennt man, ne? Und da wurde erkannt, wartet. Giraffe, ja, und das ist hier auch eine Giraffe, die irgendwie ein ziemlich heftiges Maul hat. Ich weiß, das gibt mir so Giga-Chat-Vibes irgendwie. Das ist eine kranke Giraffe. Okay, also eigentlich Logo hat geklappt. Naja, also ja. Bens Penthouse ist komplett krachen gegangen. Gambo hat Elinas Eishockey ist auch krachen gegangen. Gambo hatte nur so einen künstlerischen Wandel. Ja, stimmt. Ja, aber Gambo hat so gesehen geklappt. Das sind 2 von 4. Das ist doch ein gutes Ergebnis, ey. Leute, das war's mit Gartic Phone in Minecraft. Ich hoffe, sehr euch hat's gefallen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung dafür einen weiteren Part. Würde mich sehr, sehr freuen. Und abonniert auch den Kanal kostenlos. Schaut bei allen meinen Gästen vorbei. Und bis morgen, euer Benson. Ciao. Yeah.